In den letzten Jahren haben FPV-Drohnen den Markt so richtig schnell erobert. Diese Drohnen ermöglichen unglaubliche und eigentlich auch nahezu unendliche Möglichkeiten an Flugmanövern. Ich habe mir in diesem Video zum Ziel gesetzt, FPV-Drohne fliegen zu lernen und das in 24 Stunden. Einfache Übungen im Simulator waren, wie ihr hier seht, mir etwas Feingefühl, doch ziemlich gut zu meistern. Das sah dann hier beim Kurvenflug aber schon direkt anders aus. Hier dauerte es mehrere Versuche. Der Simulator wurde mit jeder bestandenen Trainingseinheit immer schwieriger. Und im Parcours verlor ich dann teilweise vollkommen die Kontrolle und musste mehrere Male neu starten. Doch zu diesem Zeitpunkt dachte ich wirklich, dass FPV-Fliegen in dieser kurzen Zeit nicht möglich sei zu lernen. Teilweise wurde mir echt richtig schwindelig durch die Brille, da ich immer wieder dazu neigte, meinen Kopf mit jeder Flugrichtung mitzubewegen. Aber je mehr ich im Simulator übte und meine Bewegung kontrollierte, umso sicherer fühlte ich mich. Nach 24 Stunden Simulatortraining war es dann endlich soweit. Hier stehe ich im Feld, die Drohne in der Hand. Nach 24 Stunden im Simulator wollen wir es dann doch mal testen, ob das möglich ist, FPV-Fliegen in 24 Stunden zu lernen. Und zwar im vollen manuellen Modus. Viel Spaß mit dem Video, mal sehen, ob es klappt. Ihr werdet es sehen mit den Bildern. Viel Spaß! Okay Leute, also ich kann euch sagen, das ist tatsächlich wie im Simulator gar nicht so schwer. Also wenn ihr ein bisschen was übt, dann geht das auf jeden Fall. Das solltet ihr auf jeden Fall tun. So, willkommen zurück im Studio nach einem Tag, nachdem wir die FPV-Drohne haben starten lassen. Nach 24 Stunden im Simulator gibt es ein kurzes Fazit dazu, ob es möglich ist, FPV-Drohne fliegen zu lernen innerhalb von 24 Stunden. Und dazu sage ich ja und nein. Ja zu dem Punkt mit, man kann innerhalb von 24 Stunden lernen, wie man eine FPV-Drohne fliegt, wie man sie in die Luft bringt, wie man sie steuert und wie man sie auch letztendlich wieder landet. Wobei das Landen habe ich tatsächlich der Return-to-Home-Funktion dann überlassen. Weil das Landen doch so eine Geschichte ist, die auch schon mal nach hinten losgehen kann. Nein, deshalb, weil zum FPV-Fliegen halt sehr, sehr viel mehr gehört. Wenn wir richtig FPV fliegen wollen, dann heißt das, dass wir einmal komplett rollen, dass wir sogenannte Power-Loops mitmachen können, dass wir irgendwelche Gebäude hochfliegen und dann an denen so runter tauchen oder diven, wie man es nennt. Also so richtig FPV fliegen schafft ihr es nicht innerhalb von 24 Stunden zu lernen. Auch wenn es Leute gibt, die meinen jetzt, ach, wenn ich 24 Stunden lang nonstop im Simulator sitze und das übe, auch da glaube ich nicht, dass es möglich ist, so FPV zu fliegen, wie Profis zum Beispiel fliegen. Wenn ihr so diese kleinen Rennstrecken seht im Wald, die dann das ganze Ding auch noch umgekehrt, auch noch umgekippt um die Bäume herumfliegen und sowas. Ich glaube, da braucht man doch einiges mehr an Übung. Und das nicht nur für 24 Stunden, sondern wirklich monatelange Flugerfahrung mit den FPV-Drohnen. Wobei das mit dieser FPV-Drohne von DJI wahrscheinlich auch ein bisschen eng wird mit dem Gewicht, die das hat. Also, mein letztendliches Fazit ist, es ist möglich, innerhalb von 24 Stunden FPV-Fliegen zu lernen. Zumindest in dem Punkt zu lernen mit, wie fliege ich eine Drohne, sprich, wie hebe ich ab, wie fliege ich Kurven, wie bringe ich sie zurück. Vielleicht schaffe ich auch so eine 360-Grad-Rolle, habt ihr auch in dem Video gesehen. Auch das ist eine Sache, die man relativ gut und schnell beherrscht. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video. Es hat euch ein bisschen die Angst vom FPV-Fliegen genommen. Vielleicht sogar auch ein bisschen inspiriert, FPV-Drohne zu fliegen. Vielleicht auch mit der Einsteigerdrohne, mit der DJI FPV-Drohne, denn die finde ich persönlich ziemlich, ziemlich cool. Ihr habt direkt in einen die Goggles mit dabei, ihr habt die Fernbedienung mit dabei und
die Drohne mit dem schönen Quick-Release-System für die Propeller. Aber sie bietet halt auch einige Sicherheitsfeatures, wie zum Beispiel den DJI Flight Simulator, der mit dabei ist. Hier allerdings wichtig, der funktioniert nur für iOS bis jetzt, zumindest ist mein Kenntnisstand und laut Kenntnisstand zu dem Zeitpunkt, wo das Video gedreht worden ist. Und ihr habt einen Panic-Button, wenn ihr in eine Situation kommt, aus der ihr vielleicht selber nicht mehr herauskommt oder wo ihr kurz davor seid, die Drohne zu crashen, dann könnt ihr den Button hinten auf der Fernbedienung drücken und die Drohne kehrt in einen GPS-gesteuerten Modus zurück und schwebt dann einfach nur oben in der Luft. Das ist eigentlich alles, was ich sagen kann bis jetzt. Mir hat das richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr findet auch Gefallen daran und ihr habt hoffentlich viel, viel Spaß an dem Video. Wenn ja, gebt bitte und gerne einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, um keine weiteren FPV-Drohnenvideos zu verpassen oder auch Drohnenvideos mit der Mini 2. Dann abonniert gerne den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.